Herzlich willkommen zurück zu Hobby MB Motorsägen. Heute stellen wir in einem kurzen Video, da wieder keiner Zeit für ein Video gehabt hat. Es ist Sonntag, heute auf die Nacht kommt das Video quasi fast live. Heute stellen wir einen Funkenbrief vor. Ja, das ist der kleine Funkenbrief vom Stiel, der ZAT4. Frag mich nicht, was das ausgespatzt heißt. Zündanlagentester, genau so heißt es. Ja. Ja, da, das erklärt jetzt der Stielbauer, der kann nicht mehr sagen, was da drin ist, weil ich komme mit dem Elektronikbums ja nicht aus. Gut, dass du mich vorgewarnt hast und ich mir das nachgeschaut habe. Ja, da waren wieder ein paar so Widerstand und dann ist da drin so eine Glimmlampe und die glimmt dann, wenn Funken da ist. Wie genau das funktioniert, weiß wahrscheinlich. Warte kurz. Achtung, Heizung fertig! Ja, genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir unterbrochen worden sind. Auf alle Fälle. Na, sag das mit ZAW, dann sagst du mit. Das ist halt ein Zündanlagentester. Ich denke, dass das heißt, keine Ahnung, liegt es nicht drauf fest. Ich habe keine Ahnung, ich denke mir das jetzt einfach. In meiner Welt ist es ein Zündanlagentester. Ja, dann lass mich mal schnell auf das Ding fokussieren da. Genau. Was da drin ist? Ja, so Glimmlampen und so Widerstand und. Genau, warte kurz. Du steckst das. Ja. Auf alle Fälle ist nicht super optimal, weil man hinten das Kappel nicht oberschrauben kann. Also für die alten Dolmer und den Scheiß zum Funkenbrief ist absolut wertlos. Mhm. Außer du schraubst auf Dolmer schnell einen anderen Zündkerzenstecker auf. Was aber lästig ist und meistens, wenn man es braucht, hat man auch keinen Zündkerzenstecker da. Also man merkt, dass es für Stiel ist. Es ist aber nicht schlecht und es war gar nicht teuer. Ich frage mich nicht mehr, was kostet. Auf alle Fälle unter 30 Euro. Okay. Das hilft wirklich, weil wenn du jetzt da zum Beispiel einen Spezialfall hast, wie vor die Freischneidhaft ist, dass die im warmen Zustand einfach ausgängen und du nicht weißt warum. Mhm. Lass den halt warm laufen, dann steckst du das Ding dazwischen und wenn der Funken wegfällt, sägst du das. Dann kannst du sagen, Zündspulen. Oder Kabel, keine Ahnung, oder Absteller. Du kannst halt differenzieren, ob der Feller vom Vergaser oder von der Zündanlage kommt. Mhm. Aber auch nicht so gut, wie gesagt, da gibt es das Große, da hast du dann hinten einen Schrauben dran und dann da macht es quasi einen Luftfunken drin. Mhm. Und dann schraubst du immer weiter auseinander, bis der Funken abreißt und meistens soll 6 mm springen der Funken, weil das kommt aufs Gerät drauf zusammen. Das sagt er, also Reparaturanleitung sagt er das dann. Man kann sich ungefähr eingrenzen, wie weit das der Funken fliegen soll und wie weit nicht. Aber da gibt es dann wieder ein Video, wenn ich das Ding dann auch noch gekauft habe. Aber ein wenig halt auf dein aufs Jahr. Ja. Genau, das ist eigentlich ganz einfach hergenommen. Man zieht einen Kerzenstecker runter. Was haben wir da für einen Dörser? Das ist 0,26 oder 2,60 oder 0,26, ja. 0,26. Ja, weil es noch keinen Schnellverschluss hat. Dann steckt man das da rein, wie wenn man Kerzen anstecken da. Dann steckt man das da drauf. Und dann sieht man, dass der Zündkabel total fett im Arsch ist und das deswegen wahrscheinlich nicht gescheit geht, weil es irgendwo hinfunkt, aber nicht auf Kerzen. Ich kann dann erklären, warum es nicht sauber läuft. Schauen wir mal. Dann stecken wir das da rein. 0,26 ist natürlich auch wieder die beste Motorsäge, aber der Luftfilter irrt wie Sau. Du wolltest 0,26, ich hätte Husqvarna geben. Ich wollte Husqvarna nicht, da weiß ich nicht, wo ich da bloß ist, dann legen wir der ganze Husqvarna und dann. Genau, dann stecken wir das da rein. Normal knickt halt das Kabel dann nicht so stark ab, weil es nicht kaputt ist. Ja, genau. Und dann sagst du, dann drehst du da dein Ding so im Schauglasel und dann gehen wir da mal auf ein, weil das nicht anspringt, weil Sonntag ist. Au, der scheiß Zündkabel hat durchgehauen. Und nochmal. Nein, ich halte das selber fest. riech mal. Verbrannter Bernsel. Ja, auf alle Fälle haut der Zündkabel durch, wie sauber. Funken haben wir, man hat es gesehen, oder? Funken haben wir gesehen. Ja, genau, und wenn es dann läuft, dann leicht wird das bei Feldritze durchgehen. Und wenn dann der Funken abreißt und sich ausgeht, dann siehst du, dass der Funken weg war, nicht der Sprit. Unterm Strich ein kleines Helferlein, das wurde den Werkstattalltag ein wenig erleichtert. Leck mich am Arsch. Also Zündspulen ist 100%ig gut. Ja, genau. Den großen werden wir dann noch mal kaufen. Hat man es gesehen auf dem Video, wie es funkt? Ja, das man hat es leichten gesehen. Aber es funkt. Brauchen wir nicht noch mal eine aufhauen lassen. Genau. Hätte man sich eigentlich denken können. Das war wieder so eine richtige Deppenaktion, dass das mich da britzt hat. Ah, ja. Ich lache einfach gerade hinter der Kamera. Ja, mein Gott. Bespaßung der Zuschauer gehört auch ein wenig dazu. 10% schon. Haben wir aber schon gehabt. 10% schon haben wir aber schon gehabt. Ja, genau. Das war eigentlich das super duper fast Video zum Zündfunkenbriefer. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Und ab nächste Woche hoffe ich, dass wir es wieder auf Ketten bringen, kompetente Videos zu produzieren. Warum? Das war ein Kompetenzvideo. Ja, stimmt. Das war nicht so beschissen wie die letzten. Hoffe, glaube ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann einen schönen Sonntag, schöne Woche. Bis egal, wann ihr schaut.
liken, teilen, abonnieren. Ja, genau. Also haut's rein.